Der erste Boss, dem ihr im Tempel der Jadeschlange gegenübertreten müsst, ist der Weise Mari. Die sicherste Position in Phase 1 befindet sich direkt gegenüber vom Eingang, ganz im Osten des Raumes vor dem Tor. Mari schützt sich zu Beginn des Kampfes mit einer Wasserblase, die es euch unmöglich macht, an ihm Schaden zu verursachen. Die einzige Attacke, die Mari in Phase 1 ausführt, ist seine Hydrolanze, die er alle 4 Sekunden in eine zufällige Richtung abfeuert. Kurz bevor er euch mit der Lanze beschießt, fängt es im Wasserbecken in der Richtung, in der er feuern will, an zu brodeln. Bewegt euch dann einfach seitlich aus diesem Bereich weg und ihr solltet keinen Schaden erleiden. Zusätzlich beschwört Mari 4 Elementare. Diese erscheinen nacheinander an einem der 4 Wandbrunnen. Von welchem Brunnen das nächste Elementar kommt, könnt ihr an dem Wassertropfen erkennen, der von Mari zum Brunnen fliegt. Euer Tank muss sich die Elementare schnappen und die Damage-Dealer kümmern sich danach sofort um dessen Beseitigung. Aber Achtung, sobald das Elementar stirbt, hinterlässt es eine Mojo-Pfütze, die sehr hohen Schaden verursacht und 3 kleine Blobs, die von euch mit Flächenschaden beseitigt werden müssen. Das macht ihr dann insgesamt 4-mal, um in Phase 2 zu gelangen. Phase 2 angekommen, könnt ihr euch endlich Mari selbst widmen. Rennt aber nicht einfach blind auf ihn zu, denn seine erste Aktion in Phase 2 ist es, seine Schutzblase zu sprengen. Wartet daher einen kleinen Moment ab und rennt nicht sofort in die Mitte. Nach der Zerstörung seiner Schutzblase beginnt er sofort seine Fähigkeit Wegwaschen zu wirken. Wie hier sehr schön zu sehen, ist Wegwaschen ein Wasserstrahl, der von Mari quer durch den Raum geschossen wird. Um das Ganze noch ein wenig spannender zu machen, dreht er sich dabei langsam aber stetig im Uhrzeigersinn im Kreis. Dies bedeutet, dass ihr den Rest des Kampfes in Bewegung bleiben müsst, um nicht vom Strahl erwischt zu werden. Nutzt dazu die Bodenplatten, die sich im Wasser befinden, da ihr im Wasser selbst Schaden erleidet. Prügelt, während ihr euch bewegt, seine restlichen Lebenspunkte runter und ihr könnt euch über nützlichen Loot freuen.